Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Little Big Workshop hier auf meinem Kanal. Wir haben ein paar Aufträge hier mal angenommen. Skier, Schaufel, Sandkastenkit, kleines Regal, Hämmerchen spielt. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Wir wollen hier natürlich auch fertig kriegen, ne? Die Skier werden hier gleich zusammengebaut. Die nächsten sollten eigentlich gleich fertig sein. So wie es aussieht, ne? Kriegen wir alles hin. Ne, kriegen wir alles hin. Wir müssen auch mal die Arbeitsstände natürlich auch noch mal reparieren, das ist auch klar. Der ist repariert, den sollten wir wieder reparieren. Kleine Regal werden noch gebaut, Montage, hier Sandkastenkit wird noch gebaut. Zwei Skier sind fertig, das ist perfekt. Einmal Skier fehlt noch, dann können wir die auch schon mal wieder abliefern. Das ist fantastisch. Das ist wirklich fantastisch, Leute. Also besser kann es wirklich nicht sein. Aktuell, es läuft. Wir haben klar 12.000 Uhr, aber wir kriegen es so langsam hin, ne? Wir kriegen das so langsam hin, ne? Das ist nicht verkehrt. Zwei Schaufeln sind fertig. Ja, läuft. Wir bräuchten halt mehr Mitarbeiter, mehr Arbeitsstände, das ist klar. Wir bräuchten hier bessere Maschinen, bessere Werkzeuge, aber auch das kriegen wir noch hin. Ne? Kriegen wir alles hin. Zwei Schaufeln sind fertig, drei, zwei Skier sind fertig. Die nächsten Skier werden jetzt gebaut, glaube ich. Oder? Ja, ich glaube schon. Ja, kriegen wir hin. So, wann kommen die neuen Sachen? Update im Markt in 25 Minuten, das ist okay. Ich bin mal gespannt, was Neues kommt. Vielleicht kommt eine neue Aufgabe. Vielleicht auch Basic Mittel, irgendwas Neues. Ich will es mal hoffen. Oha. Drei Aufgaben, Wahnsinn. Auch hier gibt es was Neues wieder. Und zwar ein Rückenkratzer, Leute. 70 Einheiten sind geplant, also sind als Nachfrage da. Mittel, da haben wir auch was Neues, aber das ist hier nicht möglich aktuell. Okay, haben wir zumindest ein neues Teil. Ein Rückenkratzer. Coole Sache. Ich weiß nicht, wie viel wir da machen müssen. Wir können die Skier verkaufen. Okay, die Skier können wir abliefern. Was haben wir hier? Wir haben hier 14 Einheiten, 15 Einheiten, 5, 14 Einheiten. Was sollen wir machen? Ich glaube, das bringt am meisten. Obwohl, die Skier dürften eigentlich gehen, ne? Müssen wir mal schauen. Was soll man machen? Skier. 15, 14 Tische, 15 Bongos oder 14 Skier. Okay, die Schaufeln sind fertig. Perfekt. Ich kann die auch schon wieder weg. Ne? Gibt auch wieder Kohle. Die Skier. Was sollen wir denn machen? Ich meine, alles können wir sowieso nicht machen. Sollen wir die Bongos als erstes machen? Kleiner Stellen, passt auf. Gut, das ist dann sogar preiswerter noch. Den Schnitt können wir an der Kreissäge machen. Dauert nur 2 Stunden. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin, oder? Automatisch 15 Stück. Wie viel sollten wir da verdienen? 152 Profit. Ist nicht viel. Okay, los. Ja. Ja, Ausgaben für Material, klar. Höchste Priorität, bitte.
Danke sehr. Das ist jetzt höchste Priorität, Leute. Das muss jetzt laufen. Das muss jetzt aber sowas von laufen hier. Das ist heftig, ne? Da müssen wir jetzt dran arbeiten. Die Bongos müssen fertig, danach die Skier und danach die Tische. Da müssen wir richtig, richtig heftig dran arbeiten, Leute. Okay, die einen werden abgeholt. Die Regale sind fast fertig. Ist auch nicht verkehrt. Interessant wäre noch, wenn man sehen würde, okay, für welches Projekt, für welchen Auftrag das ist, ne? Das wäre nochmal optimal zu wissen. Aber okay, kriegen wir auch hin. Vier Holzbretter. Holzbretter werden hier massig jetzt gerade hergestellt, ne? Ja. So, die Schaufeln werden abgeholt. Das gibt dann auch nochmal Kohle. Sehr gut. Sollen wir ausbauen? Wäre vielleicht eine schöne Möglichkeit, ne? Drei Sandkasten-Kits sind fertig. Eins fehlt noch. Ein Regal fehlt noch, dann können wir es auch abliefern. Ist nicht verkehrt, ne? Ja. Kriegen wir hin. Markt öffnen, Sandkasten-Kit. Perfekt liefern. Kleines Regal liefern. Perfekt. Das läuft wie am Schnürchen, Leute. Perfekt, Leute. 10%, 11%. Ja, das läuft. Das ist in Ordnung. Können wir hier aufteilen? Passt auf, wir teilen das auf. Und geben die zweite Produktion hier an die Werkbank weiter. Da kann nämlich von beiden aus gearbeitet werden, ne? Okay, nächster Auftrag wird hier abgeliefert. Die Regale werden abgeliefert und alles. Ein Bongo ist sogar schon fertig. Nice. Ein Bongo ist schon fertig. Sehr gut. Und hier müssten wir reparieren. Reparatur läuft. Auch hier müssen wir mal reparieren, ne? Ist repariert. Auch hier müssten wir mal wieder reparieren. Kriegen wir hin. Das läuft. Das läuft, ne? Ein Tag, 6 Stunden noch. Läuft die Zeit auch noch ab für die anderen? 4 Tage, 14 Stunden? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das läuft erst, wenn wir das wirklich annehmen, ne? Das ist schon mal gut. Ich glaube, das läuft erst, wenn wir es auch annehmen. Das ist geil.
Suchfunktion wäre hier nicht schlecht. Hier. Was ist Vogelscheuche? Rückenkratzer. Planungsmodus. Ich will hier Plan 1. Nee, steht nicht drin, ne? Spielzeug essen. Nee, steht nicht drin, keine Ahnung. Okay, ist ja nicht schlimm, alles gut. 4 Tage, 14 Stunden, ja. Die Zeit bleibt, bis wir den Auftrag wahrscheinlich annehmen, ne? Gut, kriegen wir schon hin. Kriegen wir alles hin. Das können wir auch mal zwischendurch reparieren. Die Kreissäge müsste mal repariert werden, ne? Die Werkbank wahrscheinlich genauso. Ja, geht noch. Können wir immer mal zwischendurch machen, können wir immer mal zwischendurch machen, ne? Ich würde sagen, wir holen uns noch einen Arbeiter, ne? Momentan sieht es relativ gut aus. Ich glaube, je mehr Arbeiter, desto besser gerade. Die Clara Kühne ist dazu gekommen. Ist sie, die Klara. Dann komm rein in die Fabrik. Arbeite. Arbeite. Ja. So läuft das, ne? Ja, heißt natürlich jetzt mehr Lohn natürlich, den wir zahlen müssen, aber wir können eventuell auch mehr Produkte fertigstellen, ne? Das ist auch ein großer Vorteil dann. Wir wollen es natürlich optimieren, so gut wie möglich. Ich würde vorschlagen, dass wir natürlich hier noch weiter hingehen, nach hinten. So gut wie möglich an den Rand rangehen, auf Dauer. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Gehen wir mal in den Baumodus. Wenn wir hier das Stück mitnehmen. Was würde es kosten, wenn wir das mitnehmen? 940, okay. Wenn wir dann noch die Wände hier abreißen. Wartet, machen wir nochmal. Machen wir nochmal. Und dann eine Tür herein. Er geht nicht, ne? Genau, okay. Also müssen wir den Arbeitstisch erstmal wegschieben. Ah, wir brauchen mehr Platz, Leute. Brauchen wesentlich mehr Platz, Leute. Ganz, ganz wichtig. Weil momentan sind wir ziemlich eingeengt und das ist das Problem. So, hier wird gebaut, gebaut, gebaut. Hier wird fertiggestellt. Hat der noch was? Ja, der hat noch ein paar zu machen, ne? Was ist mit einer besseren Montagebank? Mit einer
Was machen die? Der können wir gar nicht, ne? Das kleben wir jetzt gerade, ne? Ich glaube, die kleben jetzt gerade, ja. Haben wir da irgendwas? Nee, ne? Streichstation, kleine Schmiede, Nähstation, Spritzgießmaschine, Montagestation, Tischlerstation, Metallstation gäbe es noch. Und eine Klebestation. Nimm zwei Dinge und klebe das Zeug dazwischen und schon hast du etwas Neues, Größeres. 3120 würde passen, aber. Wir haben keinen Platz, ne? Wir haben dafür keinen Platz, Leute. Wir haben null Platz. Wir müssen erst ausbauen. Aber das wäre so eine Sache, die wir machen können oder machen müssten auch vor allem. Gut, gehen wir an. Leute, gehen wir an. Passt auf. Wir werden hier vergrößern. Gucken, dass wir da eine Werkbank reinkriegen. Hier die Montagestation, dass wir die hier reinkriegen. Das bedeutet, wir reißen erstmal die Wand hier ab und werden das bestellen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch soweit fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dahin sage ich einmal Servus und Tschüss.